So, wir haben hier Lammfleisch so groß schneiden. So. Also nicht so viel Fett wäre besser und ein bisschen marinieren mit Öl, ein bisschen Salz und Pfeffer vor 3 oder 4 Stunden. Und dann haben wir 2 Auberginen hier, 2 Tomaten und 2-mal türkische Paprika, etwa Salz, also Öl, also Pflanzenöl, Oregano und Pfeffer haben wir. Und für die Soße ein bisschen Käse, Milch und Tomatenmark. Also unsere Pfanne ist da und etwa Öl und das Fleisch kommt jetzt rein. Und das Fleisch, das Lammfleisch ist ja vom Keule und etwa 500 Gramm. Also ich sag mal für 4 Personen werde schon reichen. Jetzt lassen wir das Fleisch braten und einmal Decke drauf. Dann machen wir gleichzeitig die Soße. Und hier haben wir unseren Aubergine. Das lassen wir im Ofen, also etwa 30-20 Minuten. Und machen wir so ein Löcher, dann damit die Aubergine geht nicht platt. Das wird schon reichen. Jetzt lassen wir unsere Aubergine im Ofen für 20 Minuten etwa. Von 220 Grad wäre besser für die Aubergine. Und lassen wir jetzt. Jetzt kontrollieren wir unser Fleisch. Bis das Wasser weggeht, lassen wir zum Braten etwa Pfeffer rein. So ein Stück Knoblauch, frische Knoblauch. Nochmal Decke drauf. Und jetzt vorbereiten wir unsere Tomaten und Paprika, die Kerne raus. Ich lasse mal so 4 Stück für später als Dekoration. Auch so 4 Stück Tomaten. Und einen Rest klein machen bitte. Die kommen gleich in der Pfanne auch. Das kontrollieren wir noch. Also das Hünkerbeeren, die in der Türkei ganz bekannte Essen. Und ich glaube schon, gibt es ja schon über 500 Jahre. Ist aber immer noch populär, weil das kommt die Küche vom Zaray, vom Pascha. Und jetzt machen wir die Paprika auch rein und die Tomaten auch. Und lassen wir noch etwa 20 Minuten, da war das. Und jetzt kontrollieren wir. Das dauert noch 10 Minuten. Das ist schon ein bisschen klar. Und jetzt sehen wir, die Tomaten und die Paprika ist schon gekocht. Jetzt kommt ein bisschen Tomatenmark rein. Ist so viel, das wird schon reichen. Dann lassen wir die Tomaten mal ein bisschen braten und dann geben wir nur ein bisschen Wasser und lassen wir es zum Kochen. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Pfeffer rein und Oregano, etwas Salz. So, schön. Jetzt kommt ein bisschen Wasser rein. Wäre besser,
gekochtes Wasser. Dann wird das Essen noch schneller fertig. Ja. Und jetzt kontrollieren wir unsere Aubergine. Ich glaube, es ist schon fertig. Und ja, super. Jetzt machen wir unsere Aubergine sauber. Was wir brauchen, das haut natürlich nicht. Das ist ganz schön heiß. Müssen wir das Fleisch auch kontrollieren jetzt. Und das Feuer runterstellen, weil es ist fast schon fertig. Dann machen wir die Aubergine noch weiter. Wenn das für Sie so heiß ist, nehmen Sie ein kaltes Wasser daneben. Dann machen Sie Ihre Hände noch kalt. Und dann machen wir jetzt Aubergine klein. Klein schneiden so mit der Soße. Das ist schon okay. Und fangen wir jetzt die Soße zu machen. Und dann haben wir nochmal so einen kleinen Topf. Und nehmen wir etwa Butter. Also diese Soße heißt eigentlich Bärensoße. Also Sie können auch natürlich mit Hähnchenfleisch aufmachen und mit Kalbfleisch aufmachen und Putten aufmachen. Das ist die Hauptsache, die Soße. Also das Fleisch ist ja, was Sie mögen, können Sie natürlich das nutzen. Und jetzt etwa Mehl. Noch ein bisschen. Bisschen runterstellen. Etwa braten, bis die Farbe ein bisschen braun wird. Gut. Und jetzt kommt die Aubergine rein. Okay. Und dann sind Käse, also das machen sie auch mit Gouda. Und jetzt ist hier noch Milch, etwa Mehl. Das werde schon reichen. Und Pfeffer. Und etwa Salz. So, unsere Soße ist auch schon fertig. Zeig mal. Jetzt braten wir unsere Tomaten und Paprika in der Pfanne. Natürlich, wir haben hier unser Glück Grill, ein großer Grill. Und das machen wir da. Für Sie zu Hause natürlich in der Pfanne wäre besser. Ein bisschen Öl rein, heiß zu machen, und Paprika, Tomaten rein. Und jetzt gleichzeitig machen wir unser Essen fertig. Also erst kommt die Soße, also ich tue das ein bisschen mehr, und da genau da Mitte bisschen dünn machen. Und jetzt kommt das Fleisch. Und braten wir unsere Paprika und Tomaten, und dann sind wir gleich fertig. Jetzt machen wir so.
Unser Essen ist schon fertig. Ich wünsche euch alle guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.